Hallo und herzlich willkommen, liebe Waage. Mein Name ist Sirut Sabine und dies hier ist das Reading für die erste Monatshälfte im März. Ja, liebe Waage, vom 1. bis zum 15.3. möchte ich gerne mit dir schauen, welche Energien zeigen sich hier für dich zum Frühlingserwachen sozusagen. Und ja, was liegt im Unbewussten, was steht dir zur Verfügung, was möchte gesehen werden, all diese Themen, du kennst sie. Und du kennst vielleicht auch das Prozedere hier, nämlich, dass die Monatsreadings eine Fortsetzung haben und den Link dazu findest du wie immer unten in der Videobeschreibung und in dieser Fortsetzung. Da tauchen wir nochmal richtig tief in die Essenzen ein und holen uns nochmal richtig tiefe Impulse deiner Seele. Doch jetzt schauen wir erstmal hier mit Orakeldecks auf die allgemeine Energie, bevor wir dann mit dem Tarot wirklich in die Tiefe schon auch hier in die Tiefe schauen. Und lass uns einfach starten. Liebe Waage, wir schauen mal, welche Energie dich hier begleitet in der ersten Märzhälfte. Für Waage, was haben wir hier? 1. bis 15.3. Flexibilität, ja, sei flexibel. Wir haben hier die 19, die Sonne. Und schau, mit welcher Leichtigkeit, Fröhlichkeit sie hier auf dem Ei sozusagen balanciert. Sie ist flexibel in den Wegen, in den Möglichkeiten, in dem, wie sich das Leben zeigt. Und auch hier, komm to the edge, komm auf den Punkt, komm genau im Jetzt, im Moment an und wage den Sprung. Komm an den Rand und wage diesen Sprung hinein ins Leben. Den Sprung hinein in die Flexibilität, in die vielen, vielen Möglichkeiten, die dieser Frühling dir hier offenbart. Ein neues Wachstum, vielleicht lernst du etwas Neues, was dich hier flexibel sein lässt. Und ja, vielleicht lernst du Handstand, ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal, was wir hier noch bekommen für dich. Also, die Karte verfolgt mich gerade, vielleicht dich auch. Wir haben hier die Lügenmärchen. Etwas kommt ans Licht, etwas wird sichtbar und dazu die Meisterzahl 22 und der Sanftmut. Ja, vielleicht wird hier wirklich etwas aufgedeckt und du darfst im höchsten Maße flexibel sein, um diesen Sprung zu wagen, einen Sprung ins Neue hinein. Und etwas wird dir offenbart. Etwas, wo du bisher geglaubt hast, das sei die Wahrheit, darauf sei dein Leben aufgebaut, und hier gilt es jetzt für dich, liebe Waage, wirklich flexibel zu sein, mit den Energien zu fließen, die sich da zeigen, und nicht in den Kampf zu gehen. Ich glaube, es geht sehr stark mit dem Sanftmut auch darum, nicht in den Kampf zu ziehen, nicht gegen etwas zu sein, sondern dich immer wieder darauf zu fokussieren, für was du gehst, für was du dein Herz öffnen möchtest, für was du in diesem Leben bist. Sehr spannend. Ja, und vielleicht musst du hier echt großen Mut aufbringen, um diesen Sprung zu wagen. Und doch glaube ich, dass sich das Ganze hier auszahlt und lohnt. Wir schauen mal für dich, liebe Waage, was das Tarot sagt. Und wir starten mal mit dem, was jetzt aktuell ist. Was liegt im Jetzt für Waage? Die Erinnerungen an die Liebe, die Memories of Love, die sechs Kelche.
Hier geht es um eine Erinnerung deiner Seele. Hier geht es vielleicht um eine Erinnerung aus deiner Kindheit. Vielleicht wurde dir in deiner Kindheit etwas erzählt, vielleicht eine Familiengeschichte, die lange Zeit so erzählt wurde, und plötzlich erkennst du, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier nicht die Wahrheit, und du tauchst da tiefer und du deckst hier womöglich auch eine Familiengeschichte, ein Familiengeheimnis auf. Du wagst diesen Sprung, weil du es nicht mehr aushältst in dieser Geschichte, weil du sagst, ich muss jetzt hier für mich, für mein Leben, für meine Seele einstehen, gerade stehen vielleicht auch. Und mein Herz ist gefüllt hier von Sanftmut, und dann kann ich nicht in dieser Lügengeschichte fortfahren, kann da nicht weiterhin erzählen, was nicht wahr ist. Was liegt hier in der Vergangenheit? 2 ist okay. Wir schauen uns diese 2 mal an. Habe ich es gesagt oder hab? Das ist so abgefahren. Ihr Lieben, ich finde das immer krass, wenn ich etwas sage und es zeigt sich dann in den Karten, die rausspringen, wo ich dann, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Wir haben hier den Teufel, und das ist genau das, was ich wahrnehme, dass du sagst, ich bin hier in eine Situation, in ein Konstrukt hineingeraten, hineingeboren worden, was auch immer, und ich kann das jetzt nicht mehr. Es geht ums Zuhause. Und es kann wirklich sein, dass bei dem einen oder anderen sich hier ein Familiengeheimnis seinen Weg in die Freiheit bahnt, nämlich indem es aufgedeckt wird. Hier wird etwas aufgedeckt. Die 4 Stäbe, das ist dein inneres Zuhause, das ist eine Hochzeit, aber mit dem Teufel nehme ich das hier auch so wahr, dass hier etwas auf einer Geschichte erbaut wurde, die hier keinen Halt mehr bietet, die dich zweifeln lässt, die dein Herz berührt und all deine Kraft von dir verlangt, um diesen Sprung zu wagen, einen Sprung in die Wahrheit, einen Sprung in dein Herz. Du hast dich vielleicht über lange Zeit hin verbogen für diese Geschichte und du sagst, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier meiner Wahrheit folgen. Wow! Was möchte sich denn in der Zukunft aktivieren für Waage? Und gerade bei dir, liebe Waage, es geht ja um diese Harmonie. Du möchtest ja auch diese Harmonie aufrechterhalten, doch ich glaube nicht mehr um jeden Preis. Was möchte sich hier in der Zukunft aktivieren? Deine Intuition, deine Feinsinne, dein Gespür und dein Gespür, was du ja eh schon hast, das verstärkt sich nochmal. Und ich glaube, auch da wird etwas freigeschaltet. Wir haben diese sehr, sehr starken Sonnenaktivitäten, und bitte nicht davor fürchten, fokussiere dich, ich habe es eben schon gesagt, auf das, was du dir wünschst. Fokussiere dich auf die Liebe, auf den Sanftmut, auf die Freude und geh aus der Angst heraus. Und ich glaube schon, die Angst davor, von der Familie ausgeschlossen, ausgestoßen zu werden, wenn du hier etwas preisgibst, die ist durchaus da. Und dennoch frage dich, ist es das wert? Ist es der Preis deine Seele wert? Ich glaube nicht. Wow. Und so darfst du in dir nachspüren, was ist deine Wahrheit, wofür gehst du, wofür stehst du. Es geht hier auch nicht darum, jemanden zu verurteilen oder anzuklagen. Es geht einfach nur darum,
dass du für dich deine Wahrheit aussprichst, aus dem Herzen heraus, voller Sanftmut, auch mit den Elefanten hier. Das ist so eine zarte, liebevolle Energie. Und Elefanten haben auch dieses große Familienfeld. Und sie haben diese tiefe Erinnerung. Und so hast du das auch, liebe Waage. Du hast diese tiefe Erinnerung in dir an die Wahrheit, an die Essenz. Und das möchte jetzt zum Ausdruck kommen, klargestellt werden. Ich glaube wirklich, gerade auch mit den Memories of Love, dass hier in deinem System etwas freigeschaltet wird. Eine Art Wahrheitsnavi, möchte ich es mal nennen. Deine Intuition nochmal ja, verfeinert und geschult auch wird. Und bring mal jemandem, erklär mal jemandem, wie deine Intuition funktioniert. Kann ich auch nicht. Ich kann das nicht. Das ist erstens bei jedem Menschen anders und dann, ja, mal spürst du was, mal siehst du ein inneres Bild, mal hörst du ein Wort im Außen und kannst die Verknüpfungen herstellen, mal liest du ein Wort und auf einmal ist alles klar. Das ist bei jedem anders, das ist unterschiedlich, das ist individuell und du kannst das auch nicht erklären. Und lange Zeit hast du dich vielleicht auch selbst dagegen gesträubt, gewehrt, doch jetzt ist es an der Zeit, den Sprung zu wagen und hier wirklich zu dir, zu deiner Wahrheit zu stehen. Einmal tief atmen, liebe Waage. Und wir schauen mal, was hier noch unbewusst ist. Was ist hier noch im Unbewussten? Ist tief versteckt. Upsasa. Ja. Suffering in silence. Das ist dieser lange Weg, den du gegangen bist, um hier niemanden zu verletzen, nicht mutwillig zu verletzen. Wir haben hier das Leiden in der Stille sozusagen, die körperliche Erschöpfung, ausgelaugt sein. Du verstehst an manchen Stellen vielleicht die Reaktionen deiner Mitmenschen nicht. Du verstehst die Reaktionen deiner Familie nicht, weil wenn du hier die Wahrheit öffnest für dich, dein Herz öffnest auch anderen gegenüber, sie schauen dich komisch an. Du hast lange Zeit ja diesen Balanceakt auch hingelegt, um diese Wahrheit so ein bisschen zu umgehen, aber schlussendlich es erschöpft dich und jetzt darf es heilen, jetzt darf hier mit der Patience, mit der Temperance Heilung einfließen und eben auch, und das finde ich so schön, Geduld. Du darfst geduldig mit dir sein und du darfst auch geduldig mit anderen sein. Erinnere dich immer wieder an dein Herz, an die Liebe, an die Erinnerung der Liebe, die du in dir trägst, die Liebe deiner Seele, die hier geöffnet werden möchte. So, was liegt im Bewusstsein? Was liegt hier im Bewusstsein? Nochmal zwei. Stand your ground, ja, nimm deinen Platz ein, stehe zu dir und es ist jetzt deine Aufgabe, wow, diesen Weg zu gehen. Es ist jetzt deine Aufgabe, diese Tür zu öffnen, dieses Energiefeld zu öffnen und vielleicht bekommst du hier Unterstützung. An deine Seite mit den drei Münzen haben wir auch so ein bisschen die Zusammenarbeit. Vielleicht sind nicht alle so stur, starr, wie das den Anschein hat. Vielleicht gibt es da auch wirklich Menschen in deinem Umfeld, die sagen, okay, ich kann das hier noch mittragen. Wir schauen mal gemeinsam. Auf jeden Fall geht es darum,
deinen Platz einzunehmen und auf deinem Platz zu stehen, auch energetisch. Und solange da eine Geschichte erzählt wird, kannst du nicht auf deinem authentischen energetischen Platz stehen. Funktioniert nicht. Ist deine Energie immer schwammig, immer verwässert und nie klar. Und jetzt geht es aber darum, ganz klar in deiner Energie zu sein. Und wir schauen uns mal die Unterseite an. Super genial. Moving on. Geh weiter. Folge deinem Pfad, folge deinem inneren Kompass und gehe weiter auf deinem Weg, auch wenn vielleicht einmal ein Sturm aufzieht, doch folge deinem Weg. Meine liebe Waage, das ist krass, das ist machbar. Ich lasse das jetzt so stehen und wir schauen jetzt in der Fortsetzung nochmal tiefer auf zusätzliche Impulse und Hinweise deiner Seele. Sei mutig, steh zu dir, geh deinen Weg und sei liebevoll.